Ich tauche ein in die Vergangenheit. 70 Jahre zurück ins Herz der Schweiz, tief hinab in den Berg, auf der Suche nach seinen Geheimnissen. Aus dem Innern der Alpen wollte sich die Schweiz gegen Hitler verteidigen mit ihrer sogenannten Redwy-Strategie. Es ist eine Reise in die Zeit des Zweiten Weltkriegs, in die Zeit des Redwy, als die Schweiz begann, einen großen Teil der Alpen auszuhöhlen und in bewaffnete Festungen und Bunker zu verwandeln. Während Jahrzehnten waren die Anlagen strengstens geheim. Wer sie verriet, wanderte ins Gefängnis. Viele Bilder durften bis vor ein paar Jahren nicht veröffentlicht werden. Es ist die Zeit, als die Regierung mitten im Herzen der Schweiz auf dem Vierwaldstättersee eine neue, hypothetische Grenze gezogen hatte. Bis hierher hätte sich das Redwy erstreckt. Hier an der engsten Stelle des Sees zwischen der oberen und der unteren Naas bei Fitznau hat man eine Art Schweizer Marine aufgebaut, um die Grenze zu befestigen. Weil das Militär am Anfang noch keine Motorboote hatte, musste man improvisieren und auf private Boote zurückgreifen, die mit leichten Waffen ausgerüstet wurden. Mit dem ersten Militärboot, der Uri, fahre ich mit Hans-Jakob Burkhardt auf den See hinaus. Er erklärt mir, wie die Seesperre funktioniert hätte, wenn die Deutschen gekommen wären. Die Absperrung bestand aus den Waffenstellungen, bei der oberen Naas links, bei der unteren Naas rechts. Die Felsen waren verbunkert. Zusätzlich, und das war ein Unikat in der Schweiz, gab es noch eine schwimmende Seesperre. Die erstreckte sich auf 1,2 Kilometern von der oberen Naas links bis in diese Bucht hinein rechts von uns. Links von der oberen Naas weg. Und da in die Bucht, gerade da neben uns rechts. Wogegen war diese Sperre gedacht? Das ist denk gsi, weil gegen den Feind, gegen die damalige deutsche Wehrmacht. Wenn sie in Booten Richtung Redwy, die Sperre liegt ja an der Redwy-Grenze, oder mit Wasserflugzeugen gekommen wäre. Tief im Felsen versteckt und bis vor ein paar Jahren noch streng geheim ist die bewaffnete Bunkeranlage, die zu dieser Seebefestigung aus dem Zweiten Weltkrieg gehört. Die obere Naas. So, Herr Baumann. Gehen wir mal in die Flucht rein. Festungswart Alfred Baumann führt mich in das Innenleben dieser Anlage ein. Er zeigt mir, wie man aus der gut getarnten Schießscharte vom Berg aus den See verteidigt hätte. Zu den Waffen. Das ist ein Festungs-MG. Mit diesem kann man mit Sicht oder auch ohne Sicht schießen. Je nach den Verhältnissen. Das heißt, man schaut durch das Zielfernrohr und zwar so. Und kann dann den Feind ins Visier nehmen. Und dann sieht man, wenn der Feind irgendwo ist, kann man den ins Visier nehmen. Die befestigte Seesperre obere und untere Naas. Eine einmalige Anlage aus dem Krieg. Heute braucht sie das Militär nur noch zu Ausbildungszwecken. September 1939. Mit dem Überfall auf Polen bricht Hitler endgültig den brüchigen Frieden in Europa, der Anfang des Zweiten Weltkriegs. Die Schweiz bleibt weitgehend verschont und dennoch, dieser Krieg hat die Generation meiner Großeltern stark geprägt. Der Blick ins Archiv macht klar, die Angst vor dem Krieg war eine Realität. Die
Die deutschen Truppen führen einen regelrechten Blitzkrieg. Frankreich kapituliert bereits im Juni 1940. In Europa bleibt kein Stein auf dem anderen. Die Schweizer Regierung verkündet ihre Strategie der Bevölkerung übers Radio. Ministerpräsident Marcel Pilegola hält seine umstrittene Rede. Die Schweizer Bevölkerung muss sich jetzt der neuen Situation anpassen. Sie muss aufhören zu reden, sondern anpacken. Die Ereignisse überstürzen sich und die Schweiz muss sich diesem Rhythmus anpassen. Nur so gibt es überhaupt eine Perspektive fürs Land. Die Rede des Ministerpräsidenten kam beim Volk nicht gut an. Geschichtsprofessor Jakob Tanner erklärt weshalb. Diese Rede hatte eine niederschmetternde Wirkung. In weiten Kreisen der Bevölkerung wurde sie so verstanden. Jetzt ist die Regierung schwach geworden. Jetzt laviert sie. Der Defätismus ist an der politischen Spitze angekommen. Mitten in diese resignierte und mutlose Politik kommt einer, der dem Volk den Glauben an die eigene Stärke zurückgibt. Henri Guisan. Am 30. August 1939 wählt ihn die Bundesversammlung zum General der Schweizer Armee. Je le jure. Und er findet nun die richtigen Worte. Persönlich glaube ich nicht nur an die Notwendigkeit und an die Pflicht, sondern auch an die wirksame Möglichkeit, uns zu verteidigen. Verteidigen heißt in diesem Falle nicht nur halten, sondern sich mit aller Kraft schlagen, zerstören, sein Leben so teuer wie möglich verkaufen. Ein eindringlicher Appell und der General mutet dem Volk ziemlich viel zu. Der Plan, den er den Schweizerinnen und Schweizern präsentiert, ist zwar nicht ganz neu, aber tollkühn. Der General propagiert den Rückzug der Truppen ins Redui, das heißt tief in die Berge hinein. Das Innerste der Schweiz, ein nierenförmiges Stück, wollte man verteidigen, im Zentrum der Gotthard. Ein Plan, den der General der Armee und dem Volk klar plausibel machen musste. Die Schweiz in die Alpen einzubunkern, eine verrückte Idee. Doch General Henri Guisan wählt mit sicherem psychologischen Gespür einen symbolträchtigen Ort, um seine Botschaft an die engsten Vertrauten weiterzugeben. Er versammelt die gesamte Armeespitze auf dem Dampfschiff Stadt Luzern und führt sie der Rütliwiese zu, der Geburtsstätte der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Fast 70 Jahre später treffe ich hier den Enkel von General Guisan, Maurice de Copé. Der ehemalige Swissair-Pilot beurteilt die Strategie seines Großvaters. Wenn man sich das heute so vorstellt, die gesamte Armeespitze samt General auf diesem Schiff, eigentlich verrückt. Mitsamt dem General ist ja verrückt. Ja, aber offenbar. Offenbar machte sie eine Lageeinschätzung und kam zum Schluss, es bestehe keine Gefahr, dass eine Bombenschwadron von Deutschland her unterwegs sei. Nicht vorhanden war, dass da ein Bomberschwadron von Deutschland aus gestartet wird. Ein gewagtes Unternehmen ihres Großvaters. Ja gut, aber die Lage der Schweiz war prekär. Es stand Risiko gegen Risiko. Er hat dies offenbar als kleineres Risiko eingeschätzt, als das Land weiterhin am Willen und der Kraft der Armee zweifeln zu lassen. In der Unsicherheit, dass ich über den Willen und die Kraft von der Armee. Rund 500 Offiziere, vom Major an aufwärts, sind an diesem 25. Juli 1940 Richtung Rütli unterwegs, diskret bewacht von nur gerade einem unbewaffneten Polizeiboot.
Doch die Armeespitze steht nicht geschlossen hinter dem General. Heute weiß man, dass viele Offiziere mit den Nazis sympathisierten. Den Anschluss an Deutschland hätten sie sich gewünscht und nicht den Rückzug ins Redui. Den Ort für seinen folgenschweren Rapport wählt General Henri Guison nicht von ungefähr. Das Rütli steht seit Generationen für eine wehrhafte Schweiz. Der Mythos dieses Ortes unterstreicht seine Rede des Widerstandes. Er hat offenbar freigesprochen. Aber er hatte ein Manuskript. Er hatte sich vorbereitet, las aber nicht vom Blatt. Er sagte, wir stünden an einem historischen Ort und diesen könnte man verteidigen. Wir müssten daran glauben. Wenn Sie, die Offiziere, daran glaubten, dann würde auch die Armee und das ganze Schweizer Volk daran glauben. Das war der Inhalt seiner Rede. Die Lage der Schweiz ist zu diesem Zeitpunkt tatsächlich prekär. Die Bedrohung vom Ausland her massiv und schwierig einzuschätzen. Fast gleichzeitig mit der Kapitulation von Frankreich greift Italien in den Krieg ein. Die unheilige Allianz Hitler-Mussolini kommt voll zum Tragen. Das faschistische Italien ist durch die geniale schöpferische Tätigkeit eines gestaltenden Mannes zu einem neuen Imperium geworden. Sie, Benito Mussolini! Wichtig ist, dass unsere beiden großen Völker ihren Menschen die gewaltige und wachsende Masse von 115 Millionen betragen, zusammenstehen in einer einzigen unerschütterlichen Entschlossenheit. In der Schweiz schlägt mit dem Rütli-Rapport die Stunde der Festungstruppen. Die Alpen, gewissermaßen das Herz der Schweiz, werden in einer gigantischen Aktion ausgehöhlt. Im Gebirge entstehen unzählige, schwer bewaffnete Bunker und Festungsanlagen, die dem Gelände angepasst und kaum sichtbar sind. Eine Handvoll Soldaten, eingeschlossen in den Bergen. Das wäre das Redui gewesen. Die Industrie im Mittelland und die bevölkerungsreichen Städte mit all den Frauen und Kindern wäre man im Notfall bereit gewesen, dem Feind auszuliefern. Aus heutiger Sicht kaum mehr nachvollziehbar. Damals fand der Entschluss breite Zustimmung. Rex sagt, wir gehen jetzt ins Redui. Er sagte, wir ziehen uns ins Redui zurück. Das hieß aber nicht, dass wir uns anpassen, sondern dass wir Widerstand demonstrieren. Niederohnen im Kanton Glarus. Ich besuche Walter Rohr. Er hat den Krieg miterlebt und er verehrt und bewundert General Guison heute noch. Warum finden Sie ihn gut? Er war integer, menschlich, kein Militärkopf. Nicht ein Militärkopf. Denken Sie? Er kam aus der französischsprachigen Schweiz. Sind die anders? Ja, schon. Er hatte einen guten Draht zum Volk. Er wurde einfach akzeptiert. Stellen Sie sich vor, wenn einer von einem Tag auf den anderen, der Rütli-Rapport, haben Sie vielleicht auch schon von ihm gehört? Den fanden Sie gut, diesen Entscheid. Nichts anderes kam für die Abwehr in Frage. Wir hatten keine Panzerabwehr. Wir hatten ja nichts. Einige Prager Panzer, 6 Tonnen, das ist ja nichts. Und eben alte Kanonen. Es gab schon ein paar Motorkanonenbatterien, doch die hätten nicht viel genützt. Aber dass man das Volk quasi geopfert hätte. Ja, das hatte man damals irgendwie akzeptiert. Soviel ich weiß, gab es keine Opposition dagegen. Man akzeptierte es einfach, dass man sich zurückzieht. Walter Rohr hat 1944 im Gotthard bei der Festungstruppe sogenannten Aktivdienst geleistet. Er war damals gerade 20 Jahre alt und kam frisch aus dem Grundwehrdienst. Das war natürlich im Winter. Das war im Winter, im Dezember. Ein Detachement musste auf den Hospiz. Sie schickten die Hamburger. Die Hamburger, das waren diejenigen, die nach dem Grundwehrdienst zum ersten Mal im Wehrdiensteinsatz standen. Es war eine Ablösung. Einen Aktivdienst gemacht, eine Ablösung, oder? Und wir haben also dort oben
Auf den Hospiz lag 3,5 Meter hoch Schnee und jeden Morgen mussten wir das Geschütz aus Schneeverwehungen ausgraben. Auf der Wache hielt man es nur eine halbe Stunde aus. Und auf der Wache hat man es also nur eine halbe Stunde verlitten. Gemeinsam fahren wir Richtung Gotthard, zurück in diese Gegend und zu den Erinnerungen, die den 85-Jährigen bis heute prägen. »26 Tage lang war Walter Rohr während des Krieges im Gotthardgebiet im Militärdienst, im sogenannten Aktivdienst.« Später hat er sich zum Feldwebel hochgearbeitet. Das Bild zeigt Walter Rohr als jungen Soldaten. Oberhalb von Airolo bei einer ehemaligen Festung treffen wir einen der letzten Kommandanten, die hier im Einsatz waren. Das ist Sie da, Herr Rauch. Das ist tarnet. Dieser Festungseingang ist als Rustico getarnt. Es ist der Eingang zum Artilleriewerk Foppa Grande, dem kleinsten Werk der Gotthard-Festungen. Eine Festung, die auch Walter Rohr vertraut ist. Das ist das Wachtlokal. Hier drin fand die Ausweiskontrolle statt. Wenn jemand in das Werk hineingehen wollte. Jeder, der dieses Werk betrat, musste seinen Ausweis vorzeigen. Und hier in einem Kästchen war ein Ausweis mit Foto. Erst danach durfte er rein. Das Artilleriewerk Foppa Grande wurde 1939 ausgebaut und mit Waffen nachgerüstet. 10,5 cm Stahlgranate, die mit dem Panzerturm verschossen wurden. Nur gerade ein Jahr dauerte der Bau der Festung Foppa. Sie war vor allem als Verteidigung gegen Süden hin gedacht, gegen das faschistische Italien, dessen Grenze nur 14 Kilometer entfernt liegt. Die steilen, verschneiten Alpen. Für das Militär waren sie ein schweizspezifischer Vorteil. In waghalsigen Manövern übte man, das schwierige Gelände zu verteidigen. General Guisans Strategie, den Eintrittspreis mit Hilfe des alpinen Geländes so hoch wie möglich anzusetzen, nicht zuletzt deshalb, weil die Deutschen das flache und ebenfalls neutrale Holland so schnell eingenommen hatten. Wie es damals gewesen sein musste, während Tagen und Wochen in diesen Festungen eingebunkert zu sein, kann ich mir heute kaum mehr vorstellen. Und wenn, dann stelle ich es mir schlimm vor, wie es damals während des Krieges für die rund 200 Männer gewesen sein musste, die während Wochen hier drin lebten. Ohne großen Kontakt zur Familie, zu Freunden und ohne Tageslicht. Meine beiden Begleiter erklären mir, warum ihrer Ansicht nach die Schweiz von Hitler verschont blieb. Ein Grund, die Armee an der Grenze. Sie hätte dort Widerstand geleistet. Ein weiterer Grund, die Industrieanlagen im Mittelland. Die wären beschädigt in fremde Hände gefallen, denn es war vorgesehen, sie alle unbrauchbar zu machen. Dem in die Hände gefallen, weil alle zur Unbrauchbarmachung vorbereitet waren. Weiter. Er hätte sich durch die Voralpen kämpfen müssen, die auch mit Festungswerken bestückt waren. Also ein Sprengobjekt nach dem anderen. Wenn er dann wirklich bis zum Gotthard gekommen wäre, dann hätte man Tunnels und Straßen gesprengt, so dass sie nicht mehr passierbar gewesen wären. Tunnel und Straße können sprengen, dass die nicht mehr passierbar gewesen wäre. Der Gotthard war einfach ein Symbol und er ist auch der Grund, weshalb die Deutschen uns nicht überfallen und eingepackt haben. Denn sie wussten genau, dass er in die Luft fliegen würde. Wer wäre in die Luft geflogen? Ja, das Tunnel. Ja, der Tunnel. Und dann wäre die Nord-Süd-Verbindung zwischen Deutschland und Italien zerstört gewesen. Und
Sie hätten nichts gewonnen, sondern nur viele Truppen einsetzen müssen, ohne eine Gegenleistung. Das war die Strategie des hohen Eintrittspreises, die wir auch später noch anwendeten. Wo wir nicht nur den hatten, sondern auch nachher noch, ist das weiter betrieben worden. Genau, bis weit in den Kalten Krieg hinein. Aber das ist jetzt alles hypothetisch. Glauben Sie wirklich, wenn es so weit gekommen wäre, dass dies eine nützliche Abwehrstrategie gewesen wäre? Eine nützliche Abwehrstrategie gewesen. Ja, was denn sonst? Es geht nicht um die Alternative, sondern darum, ob es funktioniert hätte. Einfach für den Gotthard schützen. Den Gotthard hätte man geschützt, aber nicht das Volk, oder? Es ging darum, auch nachher im Kalten Krieg, im Sicherheitsbericht von 1973, dass immer ein gewisser Teil des Staatsgebietes gehalten werden muss. Das wären jetzt hier konkret die Felsen am Gotthard gewesen. Einen gewissen Teil zu halten. Und halten kann man dort, wo das Gelände stark ist. Und das ist halt in Gottes Namen im Gebirgsraum. Das drängt sich fast auf. Also hätte man vielleicht dieses Gebiet halten können, nicht aber den großen Rest. Es ging einfach darum, einen gewissen Teil halten zu können. Gestein und Felsen, vom Gotthard bis zum Simplon, vom Nufenen bis nach Sargans. Im Extremfall wäre bei einem deutschen Angriff nur das von der Schweiz übrig geblieben. Frauen und Kinder, Eltern und Freunde hätte man in den Städten praktisch schutzlos zurückgelassen. Gigantische Bunkeranlagen in den Bergen, riesige Festungsbauten, schwer bewaffnet und gut geschützt. Das ist das Redui. Wenn ich mir das alles ganz genau überlege, fällt es mir schwer, die Redui-Idee bis zur allerletzten Konsequenz nachzuvollziehen. Ihre Familie wäre ja auch ausgeliefert gewesen. Ja, ich habe nie ein Gejammer gehört von der Mutter oder vom Vater. Er war auch im Einsatz. Da müssen wir eine Ablösung machen. Was hier drin passiert ist, das war ja immer geheim. Hat man niemandem davon erzählt? Das hat man niemandem erzählt. Ja, man durfte nicht einmal sagen, wo man genau war. Was haben Sie denn zu Hause erzählt? Ich war damals noch ledig. Der Vater war auch in der Festung. Er wusste schon, was man sagen durfte und was nicht. Deshalb gibt es auch keine Fotos. Ihrem Vater haben Sie nichts gesagt? Doch, der wusste natürlich schon, wo ich war. Also mit Ihrem Vater sprachen Sie darüber, mit Ihrer Mutter aber nicht? Doch, die wusste es schon. Dies konnte man natürlich nicht geheim halten. Wie war das bei Ihnen, Herr Rauch? Später haben Sie es Ihrer Frau erzählt? Nein, sie wusste, dass ich mich im Raum Andavat oder im Raum Airolo aufhielt. Aber nicht, wo man drinnen ist. Nein, man sagte nicht, in welchem Bunker man war. Man sagte einfach, man sei im Gotthard. Hauptsächlich während des Krieges wurde man noch darum beneidet, dass man im Gotthard Wehrdienst leisten durfte. Im Gotthard dürfen die Instuhlen. Im Panzerturm kommen die beiden ins Schwärmen. Also Herr Rauch, wie viele Leute sind da oben? Wie viele Leute waren hier drin? Im gesamten Geschütz. Gesamthaft 7 Mann. Alles Spezialisten, gedrillt auf die einzelne Aufgabe. Normalerweise spielte die Bedienung dieser Geschütze sehr gut zusammen. Jeder Handgriff saß. Das ging erstaunlich schnell. Was hätte schiefgehen können? Da gab es viele Möglichkeiten. Eine falsche Tempierung einstellen, einen falschen Zünder aufsetzen. Man konnte die falsche Richtung einstellen. Alles passierte. Zeiten nicht richtig machen, richtig alles vorkommen. Eine Armee, die sich im Gebirge verschanzt und von dort aus das Vaterland verteidigen will. Geschrumpft auf ein kleines Kerngebiet. Ob so etwas in der heutigen möglichen Bedrohungslage noch denkbar wäre, das ist die Frage. Die Antwort erhalte ich im Bundeshaus an höchster Stelle von Verteidigungsminister Ueli Maurer.
Er, der bei seinem Amtsantritt anfangs 2009 verkündet hatte, er wolle die beste Armee der Welt, er erläutert mir seine persönliche Haltung zum Redoui. Ich bin überzeugt, das Redoui ist nicht nur eine Idee, sondern eine Verstärkung entlang des Geländes dort, wo es stark ist. Militärisch würden wir selbst heute noch versuchen, uns dort, wo wir eine gute Chance haben, abzuschotten oder eine Verteidigungslinie aufzubauen. Das Redoui ist etwas Naturgegebenes in unserem Land, eine natürliche Abschottung mittels der Berge, der Enge. Wenn Sie jemanden aufhalten wollen, dann gehen Sie nicht auf die große Wiese, die alle umfahren können, sondern dorthin, wo er sicher durch muss. Das wusste schon Wilhelm Tell bei Gessler und das Redoui ist vergleichbar. Aber letztlich hätte man das ganze Mittelland preisgegeben. Das wäre ein sehr hoher Preis gewesen. Aber man muss das aus der damaligen Zeit heraus verstehen. Der Redoui-Gedanke gab das Vertrauen in die eigene Verteidigungsfähigkeit oder Verteidigungsmöglichkeit zurück. Deshalb beinhaltete das Redoui auch einen psychologischen Aspekt. Deshalb sitzt das Redoui heute noch in vielen Köpfen, weil es den Glauben vermittelte, man hätte es geschafft. Hätte man es geschafft? Davon bin ich überzeugt. Die Überzeugung des Verteidigungsministers bezüglich der eigenen Wehrhaftigkeit ist klar und deutlich. Meine Vermutung, der Historiker wird damit nicht ganz einverstanden sein. Aus Ihrer Sicht, was hat uns vor dem Krieg verschont? Langfristig hätte die Schweiz als demokratischer Kleinstaat, als das Land, als das sich die Schweiz selber sah, nicht überlebt, wenn die Alliierten den Krieg nicht gewonnen hätten. In diesem Sinne kann man sagen, die Schweiz verdankt ihr Überleben und das Verschontbleiben der Kriegsführung der Alliierten, was man in der Schweiz doch sehr wenig zur Kenntnis genommen hatte, weil man sehr stark davon ausging, die eigene Armee hätte diese abschreckende Wirkung gehabt. Doch deutsche Angriffsplaner, die einfach Pläne ausarbeiten, wie das in jedem Generalstab gemacht wird, waren offensichtlich von der Schweizer Armee nicht so überzeugt. Jeder Generalstab macht, dass die eigentlich schon nicht ganz überzeugt sind von der Schweizer Armee. Ich habe hier den Plan Zimmermann vom 4. Oktober 1940, aus einer Zeit, als Deutschland noch sogenannte freie Kapazitäten hatte. Da steht, dass sich die Schweizer Soldaten stark wehren würden, dass sie in der Kriegsführung recht geübt seien, obwohl der Krieg immer an der Schweiz vorbeiging. Dass die Schweizer aber durchaus einen zähen Widerstandsgeist an den Tag legen würden. Am Schluss steht aber: Es erscheint daher zumindest zweifelhaft, ob sich die Schweiz einem gemeinsamen militärischen Vorgehen Deutschlands und Italiens gegenüber zum Kampf stellen wird. Ein Nachgeben erscheint wahrscheinlicher. Die Schweiz setzt nach dem Rüti-Rapport nicht nur auf die Armee, sondern vor allem auch auf die Wirtschaft. Nach dem Redoui-Befehl verkleinert General Henri Guisan die Armee von 450.000 Mann auf 150.000 Mann. Wer nicht mehr Dienst leistet, ist eine willkommene Arbeitskraft. Das half der Wirtschaft. Sie konnte dank den Leuten, die an die Arbeitsplätze zurückkehrten, ihre Produktion wieder aufnehmen. Die Schweiz hatte am 9. August 1940 mit Deutschland einen wichtigen Wirtschaftsvertrag abgeschlossen, der das Importgeschäft gewährleistete und unter anderem auch wichtig war, um die Redoui-Stellung auszubauen. So konnte man eine wirtschaftliche Kooperation aufnehmen mit Deutschland, auch mit anderen Ländern, so auch mit den Alliierten. Die Schweiz versuchte während des ganzen Krieges rundherum zu liefern. Deutschland war aber eindeutig das wichtigste Abnehmerland, auch für Waffen, für Werkzeugmaschinen, für kriegswichtige Güter. Guisan rückte diesen Zusammenhang gar nicht so stark in den Vordergrund. Doch drei Wochen nach dem Rüti-Rapport hatte er vorgeschlagen, einen Sonderbotschafter zu Hitler nach Berlin zu schicken. Der Botschafter hätte die schweizerische Wirtschaft mit Deutschland ankurbeln sollen. Dieses Mal war es jedoch die Schweizer Regierung, die dieses Vorhaben abblockte. General Guisan verfolgte eine Doppelstrategie. Das Volk mit einer zündenden Idee, der Idee des Redouis psychologisch zu stärken und gleichzeitig wirtschaftlich mit den Außenmächten zu kooperieren, insbesondere mit Nazi-Deutschland.
an einem Nachmittag im Mai 2009 am Zürichsee. In Horgen, in der Albisstube des Restaurants Schinzenhof, treffen sich die Veteranen der Gotthard-Festungstruppe aus der Wehrdienstzeit während des Krieges, aus der Zeit des sogenannten Aktivdienstes. Es ist nur noch eine kleine Truppe. Und hier treffe ich Andrea Rauch und Walter Rohr wieder. Hätte sich die Schweiz tatsächlich gewehrt? Ich hätte mich bis zum Letzten gewehrt, ganz sicher. Ich leistete noch Ortswehrdienst. Mit 15 Jahren fasste ich ein Gewehr mit 48 Schuss Munition, eine Windjacke mit Armbinde und einen Stahlhelm. In einem Wald wurden wir von einem Oberst in Verteidigung ausgebildet. So bekam man einen Willen. Es hieß, wer nicht schweigen kann, schadet der Heimat. Auch alle Wegweiser wurden demontiert. Es gab keine Wegweiser mehr. Denn wäre die deutsche Wehrmacht einmarschiert, hätte sie sich nicht orientieren können. Man durfte nichts weiter erzählen, oder? Das war immer klar. Wem haben Sie es dann erzählt? Niemandem. Niemandem? Nein, das ging niemandem etwas an. Ihrem Schatz haben Sie nichts gesagt? Nein. Man musste ja die Achselnummer entfernen, damit niemand erkennen konnte, wo man eingeteilt war. Ich erinnere mich noch, ich hatte in Luzern eine Freundin. Ich spazierte mit ihr den Quai entlang. Da kam uns ein Major entgegen. Es gibt Situationen, in denen grüßt man nicht gerne. Ich schaute auf die andere Seite. Dann wurde ich von ihm angepfiffen. Wo sind Sie eingeteilt? Wie gesagt, das war ja nicht ersichtlich. Ich sagte, ich darf es nicht sagen. Er musste mich laufen lassen. Er konnte nichts machen. Ein Querulant konnte alles kaputt machen. Gab es denn welche? Nein, das gab es bei uns nicht. Entweder hat man ihn bei den Offizieren verpfiffen oder angeschwärzt. Wenn sich einer nicht richtig verhalten hatte und man herausfand, dass er Mitglied der Nationalen Front war, das sind die, die die Hand hochheben. Das haben Sie erlebt? Ja. Oder manchmal Ärger mit den Offizieren. Es lief nicht immer alles glänzend. Doch man erinnert sich eigentlich nur noch an das Schöne, weil man es untereinander gut hatte. Das Schlimme vergisst man. Für die Verteidigung waren wir auf das Gelände angewiesen. Dass wir dieses kampflos aufgeben, das war gar keine Frage. Das stand gar nie zur Diskussion. Von den Deutschen gab es einen Spruch. Die Schweiz, das Stachelschwein, das nehmen wir im Heimweg ein. Doch das hat nicht stattgefunden. Gottlob. Ja, ja, Gottlob. Direkt an der Bahnlinie. Auf der Gotthard-Bahnlinie fuhren viele Kohlenwagen. Und zwischendrin gab es Wagen, deren Federungen nach unten durchhingen. Die waren mit Munition geladen. Die klangen anders. Da ist unten drin alles Munition gewesen. Das hat nur bum 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 gemacht. Und dort, wo es noch Kohle drin hat, hat es nur da. Und die haben. Da wurde sehr viel Material nach Italien transportiert. Das ist der eigentliche Trumpf der Schweiz, die so wichtige Nord-Süd-Verbindung. Sie garantiert dem Land den Güteraustausch und natürlich auch die Verbindung zwischen Deutschland und Italien. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Schweiz, vor allem mit Deutschland während der Kriegsjahre, blieb lange weitgehend unerforscht.
Erst Mitte der 90er Jahre setzte das Schweizerische Parlament auf internationalen Druck die sogenannte Bergier-Kommission ein, eine unabhängige Expertenkommission, die die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg umfassend aufarbeiten sollte. Im Jahr 2002 erschien der Bergier-Schlussbericht. Die Schweiz musste sich zum ersten Mal Themen stellen wie Raubgold, nachrichtenlose Vermögen, wirtschaftliche Kooperation mit Deutschland und die umstrittene Flüchtlingspolitik. Wie ist das bei Ihnen angekommen, dieser Bericht? Oder was sagen Sie dazu? Oder was sagen Sie dazu? Die Bergier-Kommission hat ja den Vorwurf erhoben. Die Bergier-Kommission erhob den Vorwurf, man hätte sich den Deutschen untergeordnet. Doch auch wir brauchten Arbeit. Die Rohstoffe, Stahl, Kohle oder was auch immer, mussten wir aus Deutschland importieren. Vieles, was diese Bergier-Kommission anprangert, wie beispielsweise Waffenlieferungen, respektive Fliegerabwehrgeschütze nach Deutschland, war gemäß Haager-Kommission durchaus in Ordnung für Private. Das Land selber durfte nichts liefern. Nur das Land hat nichts dürfen liefern. Das Positive kommt zu wenig stark zum Ausdruck, etwa die damalige Grundhaltung der Bevölkerung. Sie können gar nicht begreifen, dass gewisse Dinge so schlimm gewesen waren. Was war denn so schlimm? Ja, die ganze Situation. Wir waren besonders bei der zweiten Mobilmachung wie auf Nadeln. Kommt er oder kommt er nicht? Jeden Tag hätte es passieren können. Man konnte zum Teil nicht mehr richtig schlafen. Alle waren nervös. Man hat einfach nicht mehr, zum Teil nicht mehr können richtig schlafen. Es war einfach eine Situation, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Es ist einfach eine Situation, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Enthält der Bericht aus Ihrer Sicht auch etwas Wahres? Irgendeine Anführungsschlusszeichen Wahrheit? Ich habe diesen Bericht nicht gelesen. Es sind ja etwa 12.000 Seiten. Die Behandlung der Juden war nicht gerade ein Ruhmesblatt. Aber es gab die Konferenz von Evian. Die Schweiz hat sich bereit erklärt, jüdische Flüchtlinge aufzunehmen. Aber diese müssten dann wieder ausreisen. Unisono haben alle gekräht, nein, kommt nicht in Frage. Ich glaube, Chile sagte noch, ja, wir nehmen sie, aber nur Landwirte. Unter den Juden gab es keine Landwirte. Können wir alle reinlassen? Doch was machen wir, wenn alle da sind? Wie viele wären es, wenn alle kämen? Die Bevölkerung hätte sich verdoppelt, wenn wir alle genommen hätten, die wirklich bedroht waren. Am Bergier-Bericht mitgearbeitet hatte auch der Historiker Jakob Tanner. Diese Kritik ist deshalb auch ganz direkt an ihn gerichtet. Wofür ich relativ wenig Verständnis habe, ist die pauschale Ablehnung der Forschungsergebnisse unter der Berufung eines Mythos, der Lebenssinn gestiftet hatte. Als Historiker habe ich eine andere Funktion, nämlich eine kritische. Ich muss Forschungsergebnisse plausibel machen. Aber ich kann keine Geschichtsklitterung betreiben und sagen, ja, genau so war es. Wenn ich das so formuliere, heißt das, dass ich die Frage nach dem Krieg hätte stellen müssen. Wenn ich das so formuliere, heißt das, dass die Frage sich nach dem Krieg hätte müssen stellen. Nach der Befreiung durch die Alliierten hätte die Schweiz einfach sagen müssen, wir sind durchgekommen, aber mit moralisch sehr hohen Kosten. Wir konnten nicht anders handeln, denn wir waren abhängig von diesen Wirtschaftsbeziehungen. Wenn gesagt wird, wir hatten wenig Spielraum, muss man gleichzeitig auch sagen, dass wir Deutschland über 1 Milliarde Raubgold abgekauft hatten. Zum größten Teil Raubgold. Das ist nicht mit Zwängen zu erklären. Das war eine Willfährigkeit. Das war eine Bereitschaft, eine eingespielte Kooperation Business as usual mäßig weiterzuführen. Business as usual mäßig weiterzuführen. Bei der Flüchtlingspolitik hätte es andere Möglichkeiten gegeben. Da war das Boot nicht voll, wie die Schweiz zu ihrer Entlastung sagte. Auch bei den nachrichtenlosen Vermögen hätte man sich schon während des Krieges überlegen können, wie man nach dem Krieg mit ihnen umgeht.
in die 90er Jahre. Bis zum Ende des Kalten Krieges hatte die Schweiz an ihrer Verbunkerungsstrategie festgehalten, ihre Igelmentalität gepflegt und auf die geheimen Festungen in den Bergen gesetzt. Auf dem Weg in den Kanton Uri nach Amsteg. Hier, tief im Felsen versteckt, unter der Zwing Uri und bis vor ein paar Jahren absolut geheim, der Brindlistollen, der ehemalige Regierungsbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der erste, den es in der Schweiz gab. Nur einmal war die Regierung, der Bundesrat, wirklich dort, am 10. November 1945, kurz nach dem Krieg. Elisabeth Tresch ist die Tochter dieses Amsteger Wirtes, der damals für diese Gesellschaft aus Bundesbern gekocht hatte. Er und sein Personal brachten das Essen in den Bunker und sie hatte dieses Ereignis als Mädchen mitgekriegt. Das Menü kenne ich nicht. Ich nehme an, damals gab es wahrscheinlich einen Braten. Sicher ist, im Bunker war nur weibliches Personal. Später erfuhr ich, dass mein Vater vorgängig Auskunft über seine Angestellten geben musste. Sogar da wurde filtriert, oder wie man dem so sagt. Sogar dort hat man ein bisschen filtriert, oder wie man dem sagt. Es wurde nachträglich berichtet, es sei ein sehr fröhliches Fest gewesen. Ein oder zwei Regierungsmitglieder hätten sogar geholfen, das Geschirr abzutrocknen. Die beiden, an die ich mich noch gut erinnern kann, haben gerne gesungen und ich kann mir vorstellen, dass das nach einem Kaffee mit Obstler gut möglich gewesen war. Nach einem Kaffee mit, dass das können stimmen. Nicht weit vom Wirtshaus in Amsteg entfernt befindet sich der ehemalige Bundesratsbunker. Seit 1997 ist er im Besitz von Dolf Wipfli, eines Einheimischen. Er zeigt mir einen Teil dieser Anlage. Er hat aus dem Bunker eine Art riesigen Tresor gemacht und im Berg drin ein verschwiegenes Geschäft für Sicherheitsdienstleistungen aufgebaut. Die Swiss Data Safe. Mit von der Partie ist Maurice Lovisa. Der Architekt hat im Auftrag des Bundes alle militärischen Festungsanlagen inventarisiert. Dieser Stollen ist nun original. Vermutlich alles original, es gibt keine Erweiterung. Ja, das ist vom Anfang so gebaut. Warum ließen Sie das so? Das ist einer der wenigen Zugänge. Da aus geschäftstechnischen Gründen kein Änderungsbedarf besteht, lassen wir ihn so. Die Dimensionen des Bunkers sind gewaltig. Im Ernstfall hätten neben den 7 Regierungsmitgliedern noch 372 Menschen sowie 123 Personenwagen und 13 LKWs Platz gehabt. Das Besondere an diesem Regierungsbunker offenbart sich in der Mitte der Kaverne. Eine zweite, komplett andere Konstruktion. Wir sind jetzt in Kaverne und hinter dieser Wände versteckt sich diese sehr seltene, eine große Seltenheit in Schweiz, zweistöckige Holzkonstruktion. Das ist sehr, sehr, sehr speziell und besonders im Schweiz. Heimelig wie in einem richtigen Chalet ist es hier. Das Gefühl des Bunkers geht komplett verloren. Hätte es Fenster mit Aussicht, man wähnte sich in einer romantischen Skilagerhütte. Gisan war im Berner Oberland und hätte man das Bundesrat im Urserental oder im Kanton Uri gehabt. Das ist schon die erste Besonderheit als erste von diesem Typ. Dass man getrennt wäre. Regierungsbunker. Das hätte man getrennt. Die zweite ist die innere Konstruktion mit dieser zweistöckigen Chalet. Die ist auch, wenn nicht einmalig, relativ selten oder sehr selten in Schweiz. Und natürlich die dritte, das ist eine heute umgenützte Anlage. Und das ist auch interessant zu sehen, dass man kann Denkmalschutz mit Erhaltungsziele und mit wirtschaftlichen Zielen auch erreichen. Wussten Sie eigentlich, dass dies der Regierungsbunker war? Nein, das wusste niemand. Es wurde erst bekannt, als er zum Verkauf stand. Nach dem oder im Prozess vom Verkauf. Aber in einem Dorf wird doch viel geschwatzt. Das wusste wirklich niemand.
Das war wirklich unbekannt. Aber ich selber weiß es nicht genau. Man hört gewisse Dinge. Man hört? Man hört. Ja, man hört auch anderes. Zum Beispiel? Ja, diese Anlage ist speziell. Sie enthält einen Tresorraum, der von der Schweizerischen Nationalbank genutzt wurde, bis etwa 1995, bis es Richtung Privatisierung ging. Man weiß nicht genau, was drin war. Klar, man sagt, es wären Papiere gewesen, was auch immer. Aber Sie haben doch sicher nachgefragt. Ja, wir sind auch ein bisschen neugierig, aber Antworten erhielten wir keine. Und Sie verwenden den Bunker nun eigentlich für Ähnliches? Jetzt mit der Geschäftstätigkeit schon. Wir sind auch neugierig und fragen, aber selber Auskunft geben wir selten. Einen Teil des Bunkers ließ Dolf Wipfli unverändert. In diesen historischen Räumen empfängt er seine Gäste. Den Rest ließ er hochmodern ausbauen und führt die Tradition des verschwiegenen Geschäftes weiter. Hinter diesen Panzertüren hat er verschiedenste Dinge im Wert von Milliarden sicher eingebunkert. Kunst, Schmuck, sensible Daten der Banken und Versicherungen. Um eine Übersicht zu bekommen, wie viele Bunker und Festungen heute umgebaut sind, für die Öffentlichkeit zugänglich oder immer noch geheim gehalten, dafür gehe ich ins Büro des, wie er sich selber nennt, Bunkerologen Maurice Lovisa. Versteckt am Gotthard war eine größere Festung im Zweiten Weltkrieg gebaut, Sasso da Pigna. Ich könnte natürlich diese nicht sehen, das war geheim, das war das Werk, man sollte das nicht besuchen. Ich habe ein paar Jahre später diese gesehen und ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen enttäuscht geblieben. Und deswegen sage ich, die Mythos muss man nicht zerstören, die Kräfte der Mythos ist viel wichtiger als die Realität. Also gewisse Dinge sollten eigentlich geheim bleiben. Ich würde sagen, nicht wegen politischer Aspekte, aber wegen, sagen wir, des psychologischen Bewusstseins der Menschen vielleicht, ja. Aber nun, wissen Sie eigentlich alles? Fast alles, noch nicht alles, aber viele, ja. Was wüsste noch nicht? Was wissen Sie noch nicht? Was, ich weiß nicht. Wahrscheinlich die geheimsten Objekte, die darüber bin ich vielleicht selbst nicht orientiert. Also Sie wissen es selber nicht so genau? Also wie jetzt? Wie jetzt? Es gibt vielleicht einige Objekte, die sind so geheim, dass es gibt sehr, sehr wenig Leute, die kennen effektiv, wo sie sind und wofür sie sind. Und Sie wissen nicht, ob man ihnen gewisse Objekte vorenthält? Ich kenne eigentlich alle, aber vielleicht gibt es einige, die sind so gut versteckt, dass fast niemand mehr weiß, wo sie sind. Es gibt eine Festung, die ist noch nicht öffentlich zugänglich, und zwar nennt sich die... Was wissen Sie darüber? Was wüsst ihr über die? Es ist eine Anlage im Raum Kanton Uri und ist, wie effektiv gesagt, noch nicht veröffentlicht. Deswegen darf ich nichts sagen. Nicht einmal den Namen? Was befindet sich dort drin? Ich habe natürlich eine Verpflichtung Abkommen mit VBS. Ich kann sagen, wir haben das studiert, es gibt interessante Aspekte, aber wie bei bestimmten Bunkern, die haben ein Interesse für Bund, diese ist noch nicht sogenannte entklassifiziert und deswegen sollen wir noch ein bisschen darüber schweigen. Über gewisse Objekte wird vielleicht ein bisschen weniger eisern als früher, aber immer noch geschwiegen, auch wenn die Armee sie heute oft zivil nutzt. Die Armee hat auch sensitive Materialien. Wir haben Vorratshaltungen. Das Tamiflu lagert beispielsweise bei der Armee. Für gewisse Lagerungen können gesicherte Orte durchaus Sinn machen. Deshalb werden wir auch künftig gewisse Bunker als Lager nutzen, aber nicht mehr im gleichen Sinn wie während des Zweiten Weltkrieges. Also Tamiflu ist in einer Festung? Ich weiß nicht, wo es ist. Aber Gold oder Ähnliches haben wir auch noch. Es sind ja gute, teure Anlagen und sie sind echt genial. Diese technischen Einrichtungen, was sich unsere Vorfahren alles überlegt haben. Solche Festungen sind auch technische Kunstwerke. Die müsste man eigentlich unter Heimatschutz stellen. Sicher werden einige sogar unter Schutz gestellt werden. Es kostet einfach ein bisschen viel. Das ist das Problem. Wenn es keine Kostenfrage wäre, würde ich alle weiter betreiben. Aber es ist eine Kostenfrage und wir können uns das nicht leisten. Nun noch zu einer Festung. Sagt Ihnen das etwas? Jawohl. Sagt Ihnen etwas. Ist die nun noch geheim oder nicht?
Wenn Sie sie kennen, dann nur noch zu einem Teil. Wobei, wir müssen uns darüber im Klaren sein. Von außen ahnt man ja oft, wo Festungen sein könnten. Aber man weiß nicht, wie viele Leute drin sind, mit welchen Waffen man wohin schießen kann oder zu welcher Zeit was einsatzbereit ist. Diese Festung lässt mir keine Ruhe. Seit ich mich mit diesem Thema beschäftige, geistert der Name herum. Zuerst hieß es, wir könnten als erstes Filmteam in dieser Festung drehen. Später kam der Bescheid, wir dürften nur noch von der TW reden. Die Festung wurde je länger, je geheimnisvoller. Am Schluss hieß es, drehen drinnen absolut ausgeschlossen. In der Nähe der berühmten Teufelsbrücke in der Schöllenen Schlucht sehe ich sie jetzt zumindest von außen. Fenster im Berg deuten darauf hin, dass dahinter tatsächlich eine riesige Festung sein muss. Aber vielleicht ist es doch so. Wegen des Mythos müssen gewisse Dinge geheim bleiben. Der Gotthard will ganz offensichtlich noch nicht all seine Geheimnisse preisgeben.